Hallo Leute und auch willkommen zu einem neuen Video. Und ja, heute bin ich natürlich wie immer auf meinem Server askalda.de, der auch momentan in der Entwicklung steht. Wir sind gerade dabei, alles ein wenig umzustrukturieren. Also schaut auf jeden Fall die nächsten Tage hier vorbei, wird sich noch einiges verändern. Und ich dachte mir mal, weil mir das viele in die Kommentare geschrieben haben, Askalda, kannst du mich mal in meiner Base besuchen? Das war so cool. Und ich dachte mir, okay, das ist eigentlich echt ziemlich interessant, einfach mal zu sehen, wer was hier so gebaut hat, wie die Leute reagieren werden, wie ihr reagieren werdet. Das wird mich auf jeden Fall mal freuen. Ich bin mal sehr gespannt. Und von daher, genau, ihr seht auch schon, was ich hier im Kommentaren, was ich hier im Inventar habe. Der echte, bester YouTuber. Ne? Schon sehr, sehr nette Items habe ich hier bekommen. Aber okay, dann werde ich mich einfach jetzt mal random teleportieren. Ne, ihr kennt den Trick, den Tabonator gedrückt. Und, guck mal, Flo888, dich mag ich schon mal. Hast einen sehr, sehr guten Skin. So. Ha! Genau, Bailey ist gerade nicht in seiner Base. Wenn wir mal weitergehen. Auch Lenny ist gerade nicht in meiner Base. Ich werde es mal einfach mal schreiben. Hi, wessen Base darf ich an besuchen? So, einer schreibt, hilf uns. Okay, Puma, was ist los? Please, please. Hä? Wie soll ich dir denn helfen? Naja, ich gehe einfach mal zu Lugia. Ne, Lugia ist zwar Moderator, ist aber auch ein Abonnent von mir. Von daher besuchen wir den doch einfach mal und wir sehen, wow, das ist eine nicht so schöne Base. Lugia. Lugia. Die ist hässlich. Tut mir leid, aber die sieht echt nicht schön aus. Könnt ihr mal schauen. Ja, tatsächlich ist einfach nur ein, ja, Klotz aus Netherrack über den Wolken. Naja. Gehen wir mal lieber zu Askalda Girl. Ich meine, da ist der Name, ne? Das ist schon mal ein sehr guter Name. Askalda Girl. Wow. Askalda Girl. Die Base sieht geil aus. Also gefällt mir. Schaut euch das mal an. Finde ich architektonisch ziemlich hochwertig. Ich meine, auch mit dieser... Ne, ihr kennt ja, wenn ich baue, dann sieht das Ganze so aus. Ich kann euch das ja mal zeigen. Ich will jetzt einfach mal die Base kaputt machen, aus Versehen. Ne, so einfach mal zack. Die Axt nehmen. Genau, wenn ich bauen würde, dann würde es einfach so aussehen. Ne? Ich baue einen Boden. Ne, wenn es gut aussehen würde, würde es so aussehen. Total blöd, ne? Aber ihr seht schon, so richtig viel Struktur reingebracht. Ne? Bisschen Raum, bisschen Tiefe. Sieht eigentlich ganz cool aus. Was mich ein bisschen stört, ist sehr viele Glowstone. Weil ich mag Glowstone nicht so gerne. Kann auch sein, dass es am Texture Pack liegt. Aber an sich sieht toll aus, um es mit ihren Worten zu sagen. Aber gefällt mir, ne? Askalda Girl. Davon mal abgesehen, dass dein Name ziemlich gut ist in Minecraft, ne, sehr, sehr gut, ist deine Base auch ziemlich schön. Und ihr seht schon hier, wie die das auch immer verstecken, ne? Oha, oha. Also seht schon, ich dachte, die Base wäre sonst wie tief, aber, nee, die ist tatsächlich direkt, ja, direkt an der Oberfläche. Also ziemlich leichtes Ziel. Aber okay, Askalda Girl, ne, hier kriegst du mal ein paar Diamanten. So, und ein Obsidian-Block und ein Dirt-Block. Und ein, ja, eine Spitzhacke. Und ein Fugu. Den kriegst du auch noch, Puffy. Genau. So. Genau. Also, Askalda Girl, deine Base sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Wir gucken mal. Wir besuchen auch jetzt mal den nächsten. Nämlich Puma. Ja, der war vorhin noch am Spawnstand. Vielleicht hat er jetzt auch mal was, genau, was Tolles gebaut hier irgendwo. Wow. Puma, das ist doch eine geile Rüstung. Muss man dir schon lassen. Aber das ist leider keine gute Base, glaube ich. Ja, wir können mal hier genau gucken. Ja, das war mal Pumas Base, glaube ich. Hat gerade Slash Home gemacht. Wir wurden gespawnkillt. Wir wurden gegrieft. Ja, Puma, tut mir leid. Deswegen nimmt man auch nicht an, wenn Leute sich zu einem TPen wollen. Nimmt niemals eine TPA an, Leute. Und hier sind noch ein paar tolle Sachen drin. Ein bisschen Hähnchen. Aber... Ihr seht schon, da wurde einiges zerstört. Ja, ist auch kein Wunder bei den ganzen Leuten, die hier drin sind. Ha! Okay, Puma, deine Base sieht leider nicht so schön aus. Du Armer. War aber trotzdem nett, dich zu besuchen zu können. Ich glaube, bei einer solchen Base, Leute, da bleibt mir auch nichts mehr anderes übrig. Ich meine, die ist ja schon Schrott. Die ist komplett Schrott. Wir können mal Game Mode 3 gehen, um zu gucken, ob hier überhaupt noch irgendwelche Räume sind, die noch nicht vollständig gegrieft sind. Nein, Leute, ihr seht schon, kann man alles in die Tonne treten. Puma, das ist leider wohl, ja, dumm gelaufen. Macht aber nichts. Ne?
So, plus war 151. Oh! Das war 152. Ja, genau. Puma! Ha! Warum griff ich gerade seine Vest? Die war schon gegrieft, aber ich wollte, dass sie mal richtig schön aussieht. Und ich wollte einmal wenig Redstone-Blöcke schenken. Genau, und wir haben jetzt gesehen, hier ist das Kistenlager. Naja, hier ist nicht wirklich was drin. Okay, Puma, wenn du willst, tue ich dir mal ein bisschen was in deine Ender-Chest. Falls du das Video hier siehst, dann, genau, Ender-Chest Puma. Dann kriegst du hier ein paar Diamanten. So, zack, hier ein Diamant. Dann hier noch einen schönen Diamanten. Hier noch einen Diamanten. Perfekt. Da ist er dann froh. Ja, sieht schon, es lohnt sich, meine Videos zu gucken. Okay, dann wollen wir auch mal schon zum nächsten. Wer ist denn noch hier? Alles. Genau, gehen wir mal zu Wolf. Meine Base ist cool, hat er geschrieben. Wolf von Dinix. Oh, das ist aber eine schöne Base. Ha. Zu welcher Base soll ich kommen? Ich glaube, viele haben auch Angst, weil sie denken, nein, das könnte sie eh nur kaputt machen. Das ist aber natürlich nicht der Fall. Genau, mal schauen wir jetzt in die Kommentare. Genau, alle schreiben schon, meiner Kingfire 3000. Okay, du warst schnell dabei. Jetzt gehen wir zu dir und wir sehen. Oh. Ja, das ist so mein Baulevel, ne? Also, nicht wirklich ästhetisch, aber praktisch, ne? Viel Platz. Ich glaube, sie hat erstmal alles hier ausgebaut und hat sich dann entschieden, okay, ich richte das ein bisschen ein. Ich würde das noch räumlich so ein bisschen trennen mit Wänden. Kingfire. Bau mal paar Wände. Dann sieht das, glaube ich, Wände habe ich geschrieben. Wände meine ich. Ich glaube, das weiß sie auch. Genau, sieht schon. Man kann das natürlich auch so bauen. Ich finde das hier eigentlich ganz cool. Hat natürlich einen gewissen Flair. Will ich aber halt echt räumlich abtrennen. Genau, schauen wir uns mal an, was hat sie hier noch so gebaut. Ja, ihren Kopf hat sie hier. Ne, sehr viele Öfen. Da ihre Kissen und, oh, mein Kopf, Leute, perfekt. Hier, die kriegt auch ein paar Diamanten. Dafür, dass sie meinen Kopf hier ausgestellt hat. Sehr gut. Und hier sogar eine Spinnspawner. Um ein bisschen XP und Spinnaugen zu sammeln. Richtig gut. Na, wollen wir mal schauen, was wir hier noch so alles haben, ne? Beziehungsweise welche Bases wir noch haben. Also schon diese Base war jetzt nicht so schön. Eigentlich die einzige Base, die richtig gut war, vorhin, war wirklich die Base von Puma. Und natürlich war es die Base von Askal the Girl. Können wir mal gucken, wo Linus ist. Der ist immer noch in der Base von Puma. Gerade am Griefen, wie auch alle anderen. Die freuen sich jetzt, glaube ich, echt über das, über den Redstone. So. Ne? Wen soll ich besuchen? Ihr seht schon Blutarmut. Was ist das denn für ein Name, Leute? Blutarmut 2006. Wie kommt man denn darauf, sich so zu nennen? Blutarmut. Ich habe kein Blut und ich bin 2006 geboren. Okay, wenn er 2006 geboren ist, dann ist er jetzt 11 Jahre alt und vielleicht sogar 10. Genau. 10 oder 11 Jahre alt und leidet an Blutarmut. Ich weiß nicht, warum er sich so nennt. Wir sollten das fragen. Blutarmut. Warum heißt du Blutarmut? Ich denke mal 2006 geboren. Ne? Würde ich mal vermuten. Ich bin mir nicht sicher. Ne? Ist auf jeden Fall nicht viel älter als ich, der Blutarmut. Ne? Guck mal, jetzt schreibt er, jetzt schreibt er. Auch eine heftige verzauberte Rüstung. Nicht schlecht, nicht schlecht. Was haben wir noch hier? Obsidian. Ah, habe Hate 3, Name, erstes Skalter-Fan 2006, dann Toilette. Hä? Was? Leute, versteht ihr das? Hatte drei Namen. Genau, ich hatte drei Namen, meinte er, glaube ich. Erstes Skalter-Fan 2006, dann Toilettenpapier und jetzt Blut. Wie kommt man auf so einen Namen? Mann, Mann, Mann. Ich lese ja öfter solche merkwürdigen, individuellen Namen, die ich. Genau, wo ich mich immer frage, wie Leute darauf kommen, ne? Da gibt es einige lustige Namen teilweise. Gut, wollen wir mal hier schauen, seine Base. Er hat gesagt, die ist. Danke. Danke. Ha! Willst du mich hier töten mit Quecksilber? Nee, natürlich nur mit Labs. Ist das ein Ernst, Blutarmut? Genau, dankeschön. Er sieht schon sehr viele. Genau. Türen, die bringen ihm aber auch nicht viel. Wenn jemand mich seine Base griefen will, der kann auch die Türen leider abbauen.
Aber ihr seht schon, ich finde es auf jeden Fall witzig, ist mal was anderes hier, ne? Wie so ein Gefängnis. Aha. Ah, da hat er seinen Kopf eingesperrt. Er möchte sich wahrscheinlich selber einsperren. Leute, das ist ja wie so ein Rätsellabyrinth. Finde ich cool. Die Base ist zwar nicht wirklich schön, aber sie ist interessant, ne? Das ist mal was anderes. Also Blutarmut, ne? Von deinem Namen abgesehen, hast du auch hier eine echt schöne Base. Wer auf meinen Kommentar hatte, glaube ich, nicht geantwortet. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich es auch vergessen. Ich habe noch nicht geantwortet. So, useless flush. Ne? Oder auch flush. Genau. Nutzloser Spülvorgang. Ihr seht schon, das ist eine Base. Die kann man sich wirklich geben. Und auch er hat einen Kopf von mir. Was ich sehr gut finde. Das gibt ein paar Diamanten. Oder auch ein bisschen Labis Lazuli. Ja? Genau, Diamanten hat er, glaube ich, selber. Also sieht schon, die Base sieht echt schön aus, ne? Oh, Leute. Wieder natürlich den besten Kopf hier. Ein Enchantment Table. Boah, ich finde auch generell Quarzblöcke ziemlich cool. Damit kann man ziemlich gut bauen. Ich weiß auch, als hier rausgekommen sind, die Quarzblöcke. Da dachte ich, wow, da kann man ganz neue Sachen mitbauen. Seine Ender Chest hatte ich hier auch. Also die Base sieht echt gut aus, ne? Mann, lass das. Mann, lass das. Ihr seht schon, da gibt's hier wieder Zickenkrieg. Zwischen wem, weiß ich nicht. Aber irgendjemand stänkert da hier rum. Guck mal, hier haben wir Glas über Wasser. Finde ich es auch schon gemacht. Auch hier, Leute, das gibt ein richtiges Strandfeeling. Also in diese Wohnung würde ich auch echt einziehen. Hier würde ich sogar einziehen. Useless. Ja? Die ist echt gut. Ja, auch wenn du eine nutzlose Spülung bist. Deine Baseball-Skills sind nicht schlecht. Ja, muss man schon sagen. Also ganz so useless bist du dann doch nicht. Schreibt echt? Ja. Ja, die finde ich echt gut. Ja? Die sieht echt cool aus. Ja, aber pass auf, dass ich nicht anderes jetzt mit TPR voll spam. Privat. Na gut, dann wollen wir mal nicht reingucken. Wobei ich eigentlich auch schon gerne wissen wollte, was da drin ist. Naja, nicht wirklich gute Sachen. Was haben wir hier? Oh, pinke Wolle. Und blau. Naja, es ist... Wow. Also sieht schon sehr strukturiert, sehr ordentlich. Finde ich cool, ne? Hat eine sehr coole Base. Ist ein Pikachu. Genau, ich würde aber eher diese Köpfe hier alle wegmachen und stattdessen Ascaldas-Köpfe machen. Nur als kleiner Tipp, als Verbesserungsvorschlag. Ansonsten finde ich diese Base tatsächlich sogar noch ein bisschen besser als die von Ascalda Girl. Tatsächlich hat Useless Flash heute gewonnen. Ja? Wobei, wir waren ja noch nicht bei allen Leuten. Ja? Wenn ihr jetzt meint, Ascalda, du guckst dir immer noch andere Bases an, aber nie meine, dann könnt ihr mir auch gerne in den Kommentaren schreiben, wie euer Minecraft-Name ist, auf welchem Freebuild ihr spielt. Wir haben jetzt 4 Freebuilds, wir werden bald auch die Slots erhöhen, dass mehr gleichzeitig spielen können. Dann schreibt mir, auf welchem Freebuild ich hier spiele, askala.de, ganz wichtig. Und da werde ich euch mal besuchen kommen, ne? Wenn ihr mal online seid. Ich bin nämlich jeden Tag hier online. Ja, also fast jeden, natürlich nicht jeden, aber fast jeden Tag bin ich hier online. Guckt mir hier die Bases an. Manchmal bin ich auch hier im Vanish-Mode. Manchmal troll ich natürlich auch. Ich bin mal gespannt, was ihr auch für Bases habt. Wenn ihr wollt, dass ich sie angucke, ihr könnt natürlich auch schreiben, nein, das konnte, du darfst dir meine Base nicht angucken. Das dürft ihr natürlich auch schreiben. So, wollen wir mal schauen, wen haben wir denn noch hier? Der Lenny möchte, dass ich in seine Base komme. Der Lenny. Gut. Okay. Das sieht aus wie so eine, keine Ahnung, wie irgendwie sowas ähnlich. Ich weiß nicht, kennt ihr noch damals den Häcksler? Es gab damals mal so einen Monster-Häcksler, mit dem konnte man irgendwie besonders gut, besonders gut, so Zombiehirn und so Fahnen oder auch Pfeile oder auch Spinnenaugen. Genau so ähnlich sieht das hier aus, also sieht irgendwie eher funktional als ästhetisch aus. Ich weiß nicht, welchen Sinn das hier hat. Vielleicht hat das irgendwie einen Sinn. Mädchenköpfe auf dem Boden, ha, die würde ich eher woanders aufhängen. Als kleiner Tipp, kann ich hier der Gang, der müsste auch noch gemacht werden. Aber ich denke mal, das ist alles noch in Arbeit. Genau, ein paar Fackeln schenke ich dir hier. Zack. So. Genau, hier tief am Bedrock. Ach, kein Wunder, dass ich hier nicht genau... Hier kann er nicht mehr viel weiter bauen, aber ich helfe ihm mal so ein bisschen. Ne? Ich bin mal nett. Zack. Obwohl nicht. Ich helfe ihm jetzt nicht. Nicht, dass er meint, nein, das kann ich wohl den Bedrock hier beibehalten. Also seht schon, ich glaube, er ist hier echt noch, genau, gerade im Aufbau. Er hat wahrscheinlich noch nicht sehr viel hier gebaut, aber ich denke mal, das wird sich auch irgendwann alles cool entwickeln können. Ne?
Genau, also es hat auch was. Es sieht so ein bisschen Dungeon-mäßig aus. Auch zum Beispiel diese Struktur hier, ne? Finde ich cool. Hat was, ne? Lenny, hat was. Sieht nicht schlecht aus. Aber hat sich schon jemand Gedanken gemacht, er kann auf jeden Fall... Genau, also wie gesagt, also wer meine Bauwerke mal gesehen hat, sind nicht ganz so gut, ne? Also ich kann auch ein bisschen in Minecraft bauen, so ist es nicht. Aber es gibt natürlich viele, die können das viel besser als ich, ne? Viele von euch auch. Man sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, ne? Hat was, finde ich. Ja, ist eine ordentliche Base. Naja, ganz so ordentlich dann auch nicht. Ich glaube, das schreit hier nach TNT, ich weiß, aber... Genau, irgendeine... Was er genau hier vorhatte? Was ist das? Das... Oh Mann, Leute. Wenn man Schreibfehler macht, ne? Genau, was ist diese Maschine? Genau, wofür ist diese Maschine? Das würde ich gerne erfahren. Weiß er wahrscheinlich selber nicht, oder? Nee. Wozu ist das hier? Was macht das? Keine Antwort. Obwohl, ich glaube, er schreibt jetzt. Er bewegt sich nicht mehr. Wenn Leute sich nicht bewegen, dann schreiben sie meistens. Einer hat mich gerade No-Man-Mensch genannt. Ich weiß nicht, was ein No-Man-Mensch ist. Es könnte natürlich sein, dass er damit meint, No... Englisch nein und men, japanisch Nudeln, also keine Nudelmensch. Das stimmt aber nicht, ich esse Nudeln manchmal. Ne? Es könnte aber auch sein, dass er damit meint Nomen, also Namenwörtermensch. Was ist das? Keine Ahnung, Leute. Wisst ihr, was das ist? Ah! Ich glaube, ich weiß, was das ist. Ich guck nochmal, was hat denn geschrieben? Kommen das. Komm mal in das Loch. Das ist ein Zerquetscher. Da tut er seine Opfer rein. Eine Tötungsmaschine. Ne, ich vermute, ja. Ich vermute mal, dass er damit darin seine Opfer tötet. Du kannst dich nicht rausbauen. Ja gut, das ist cool. Das ist cool, ne? Also seht schon, der hat hier auch noch eine Tötungsmaschine in seinem Haus. Ich bin ja ein Typ, der ist gegen Folter. Gegen Folter kommen in den eigenen vier Wänden. Aber Lenny, ich verzeihe dir. Na? An sich, die Base ist cool, hat auf jeden Fall noch ein bisschen Potenzial. Die coolste Base war aber heute tatsächlich von Useless Flush. Ne? Useless Flush, an dich einen großen Applaus. Na, ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, welche Base ihr am besten fandet. Ne? Was ihr so, welche Base ihr am meisten präferiert. Oha, jetzt hat sich schon jemand hier hin teleportiert. Ne, und auch in welche Base ihr am ehesten einziehen würdet, ne, und auch generell, welcher Baustil euch am meisten gefällt und auch, was ihr so für Bases bereits gebaut habt hier auf dem Server, ne, würde mich mehr interessieren, wenn ich öfter mal so ein Video machen soll, dann schreibt's in die Kommentare und ansonsten war's das dann auch wieder, wie immer, mit diesem Video. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß, wie gesagt, Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat, auch wenn nicht, wenn es euch nicht gefallen hat, auch einen Daumen nach oben, Leute, was ist denn hier los, wo ist der Daumen eigentlich da, damit man ihn klickt, ne, damit ich hier ein Kalo... Genau, damit ich hier 2 Kalorien verbrennt. Nee, Quatsch, Leute. Also, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Macht's gut und dann bis zum nächsten Mal. Ach ja, und genau, nochmal ganz wichtig für alle, die es bis jetzt geguckt haben. Morgen kommt die nächste Folge von Hello Neighbor, also seid gespannt. Gut, nee, jetzt war's wirklich. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.